bin mein Weg gegangen. Rock your steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp, kein Dominant. Real G, deine Meinung ist relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Okay, und was bekommt man, wenn man gewinnt? Rü 2. Bewirbt euch jetzt unter www.rap-la-rü.de. Geld, okay. Und wie viel? Digga, ich hab keinen Plan, um was es geht. Ich bin gerade irgendwie sehr gespannt, ne? Folge 1, Kampf um die Zimmer. Okay, muss man die kennen? Das ist die nächste Frage. Ich muss die nicht kennen, ne? Nicht bei Berlin Tag und Nacht mitgemacht oder bei Köln 90479? Wisch, wisch, Loco! Bruder! Bleib ich hier, Sabi! Du kriegst mich nicht weg! Nicht stolpern, ha? Ema! Bruder, diese, ich schwöre, diese Trainingsanzüge werden echt gefickt. Die werden gut gefickt. Wish, 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 was geht? Okay, check, la famille, wir sind da, wir sind in Marrakesch, wir sind angekommen, alles tranquil. So, ich sag euch ehrlich, ich hatte ein bisschen Stress, so, ich hab den Spitznamen bekommen, Straftäter und so, tschüss, kann doch nichts dafür. Es gab Filme am Flughafen, ich hatte auch Paranoia, Polizei lässt mich nicht durch. Aber ich bin ein guter Junge für alle. Egal, was für Gerüchte ihr hört, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, ein paar Leute haben auf jeden Fall ein paar Probleme, Stress. Leute haben im Flugzeug gekotzt. Ich werde keinen Namen droppen und so. Ich glaube, ein paar können sich das denken. Hä, was hat der Bruder gemacht? Ja, ich meine, das ganze Flugzeug voll gekotzt. Von egal, an meinen Sitz, dem Boden, die Tüten, diese Toilette habe ich voll gekotzt. Und ich habe mich richtig krass auf diese Villa gefreut. Laufen 18 offene Verfahren? 18 laufende Verfahren? Bruder, die Zahl 18 kommt ja nicht mal beim Spazieren zustande. 18 ist ein Brett. Ewa, was geht ab? Herzlich willkommen im Finale, André Risala. Papa! So, ihr seid hier, wir sind in Marrakesch, wir haben es geschafft. Geiler Pool, geiles Wetter, wir chillen, habt ihr euch verdient. Voila, die letzte Runde, ich muss euch allen nochmal Props aussprechen. Eure Songs waren alle on fire, natürlich. Das war krass. War sehr, sehr, sehr heftig. Habt ihr Bock, wollen wir rein? Lass mal rein. Das war nicht so gut. Bruder, das Problem ist aber, es gibt nicht Platz für alle. Das ist das Problem. Wir haben nicht Platz für alle. Bruder, der Sammy hat uns geknallt, ja? Der Sammy hat uns geknallt. Wir sind 18 Leute. In der Villa gibt es allerdings nur 16 Plätze. Das heißt, zwei von euch
werden uns jetzt hier an Ort und Stelle verlassen müssen. Hä? Wir wollten in die Villa rein. Der Bergherr und ich, wir haben uns Maximum gefreut. Wir haben uns schon alles ausgemalt und so. Welches Zimmer nehmen wir, dies, das. Wir kommen hier an, auf einmal der Sammy, der sagt, zwei fliegen heute nach Hause. Ja, nee, nicht nur ihr seid raus, ihr fliegt heute nach Hause, Bruder. Ihr seid weit gekommen. Ich bin stolz auf euch alle. Was ihr geschafft habt, das haben... Kurze Frage, wer ist das neben Sammy? Wer ist das neben Sammy? Dass ich das check. Muss ich den kennen? TikToker. Ein TikToker, okay. Tausende andere nicht geschafft. Ihr könnt euch alle auf die Schulter klopfen, dass ihr den Weg bis hierhin gemacht habt. Ja, ich reagiere gleich für. Warte kurz. Müssen. Wallah, es war eine super Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß, ja? Grüßt eure Herzen. Mhm. Challenge Nummer 1 folgt jetzt. Wir teilen euch jetzt in zwei Teams auf. Abayas Team und mein Team. Ich fange an. Darf ich? Ja, klar. Schnick, schnack, schnuck. Okay. 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 Eamon Haaland. Rüber, rechts. Zwei direkt, ja? Zwei. Stellt euch bitte dahin. Wenn er jetzt die als erstes ausgesucht hat, dann müssen das auch die Stärksten sein. Weil du beginnst die Ersten, du beginnst immer mit den Stärksten. Also meine Denkweise. J.U. und Kauta. Sollen wir hier rüber? Ja, am besten nach da. Leo, Ilo, Brel, Shadi. Boah, das ist auch ein Ekel. Hast du die Folgen davor geguckt, so ein Format, Bruder? Ich weiß nix. Also. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich weiß, dass die rappen. Ich weiß gar nichts. Ich gehe einfach rein, weil der Chat es gesagt hat. Alles andere muss ich mir angucken. Aber ich sag jetzt schon, wie ekelhaft muss das Gefühl sein, wenn du hier noch so stehst. Weil, wenn du als erstes gewählt wirst, weißt du, dass die krass von dir überzeugt sind. Das sind wir jetzt vier. Nur hart und sehr schön, Musti. Gio und Berkay. Amu Mufasa. Boah, guck mal. Guck mal, die Armen, ja. Ihr wisst noch nicht, um was das geht. Guck mal. Wie Semmeln. Bitte. Uzi Suat. Hamdi Malat. Jetzt bitte mein Team, haltet euch in diesem Bereich auf. Entscheidet zwei Team-Captains von euch. Okay, dann bitte der Rest zurück und die zwei Team-Captains nach vorne. Für euch genauso, oder? Genau das Gleiche. Dachte ich mir noch, Scheiße. Ey, jetzt mal Real Talk. Hat die bei Köln 50, weiß nicht was, mitgespielt? Ist das die? Warum haben wir mich gewählt? Ich dachte, Gio und ich, weil vielleicht ist ja eine Song-Challenge. Challenge Nummer 1. Rap-Quiz. Die Teams wurden bestimmt und die Captain wurden bestimmt. Ich werde euch jetzt in Challenge 1 einweisen. Ihr habt euch in zwei Teams aufgeteilt und diese zwei Teams haben wiederum zwei Captains. Ihr spielt jetzt um den Einzug in die Villa. Das erste Team, was gewinnt, darf in die Villa und ist gesichert. Das Team, was verliert, aus diesem Team werden vier Leute gegeneinander antreten und zwei davon werden nach Hause fahren. Das Spiel, um zu entscheiden, welches Team gewinnt, ist ein Rap-Quiz.
Es geht jetzt um ein Rap-Quiz. Digga, wenn ich das höre und sehe, ist da. Da gibt's so viel. Wie sage ich, Bruder? Traube, Minze und ein Doppelapfel in meinem Kopf. Ja, Mann, ist das die nicht? Jolene, ist das die nicht, Chat? Schwör sie gleich aus. Ja, also, es geht um einen Rap-Quiz bzw. Musik-Quiz. Ich werde euch gleich ein paar Fragen stellen. Und ihr nehmt pro Team ein Handy und schreibt zusammen, also jetzt nicht wirklich mit den Fingern drauf, aber ein Handy nur, eine Antwort. Wenn wir sagen, bitte jetzt aufhören und zeigen, dann müsst ihr zeigen. Okay? Ihr habt 20 Sekunden pro Frage und wir stoppen die Zeit. Ich möchte die Teams dahinter bitten, ihr dürft nichts sagen. Ja? Nichts. Ihr müsst ruhig sein. Hören wir ein Flüstern, ist euer Team disqualifiziert für diese Challenge und ihr verliert direkt. Ich stoppe die Zeit. Die erste Ich mach mit. Ich sag aber direkt. Kommt von Abaya jetzt. Wie nennt man in Songwriting dieses Reimschema? A, B, B, A. Zeit läuft. Was labert der, Alter? Kommt von Abaya jetzt. Wie nennt man in Songwriting dieses Reimschema? A, B, B, A. Ja, Bruder, hier. Ein Einser-Flow. Zeit läuft. Amende Punktabzug für mein Team, weil hinten geflüstert worden ist. Nein. Kurz. Oder wie dumm können die Leute sein? Der sagt, die Leute sagen, der sagt, wer was sagt, ist disqualifiziert. Umarmenderreim. Ja, was, Alter? Der Sammy sagt gerade, wer was sagt, ist disqualifiziert. Ey, sowas? Umarmen. Umarmung. Wie umarmen? Umarmender Reim. Ach, umarmender Reim. Tschüss, ich hab übertrieben. Ja, ja. Umarmende. Oha, ich hab echt übertrieben. Ja, ich sag sogar, dass ich übertrieben habe. Jetzt ist aber ein Call. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Sammy sagt in den einen Moment, die Leute im Hintergrund dürfen nichts sagen. Nichts sagen, sonst sind sie automatisch disqualifiziert. Die sagen was im Hintergrund und seine Antwort ist, ach so, dürfen wir gar nichts sagen. Bruder, was für eine Aufmerksamkeitsspanne hast du? Weil so richtiger Musti. Hinten geflüstert worden ist? Nein. Kurz ruhig. Punktabzug für dieses Team, der erste Punkt geht nach Team Abaya. Ihr dürft keinen Ton verlieren. Ein Punkt für Team Abaya, 1-0. Nächste Frage. Wie wird das Wort Adlibs buchstabiert? A-D-L-I-P-S. Adlibs. Oder ist Doppel-D? Ich sag mit 1-D. Adlibs. Was hab ich gesagt? A-D-L-I... PS, ne? Fuck! Mit B, okay, fuck. Stopp. Und eure Antworten. Kettenreim. Was? Ach du! Sag mal, hätte ich getan. Ich hab noch Essen reingekommen. Guck mal. Ist falsch, gell? Ja, wir haben einen Punkt. Okay. Okay, also viele Leute denken, das Wort Adlibs kommt von Lippen, aber das kommt nicht von Lippen. Das kommt von Ab... Liberatum oder so aus dem Lateinischen, das wird mit B geschrieben. Ad libs. Also ein Punkt an Team Abaya. Dritte Frage. Ja, muss man wissen, ne? Muss man wissen. Zeit läuft. Wie heißt Bushido mit Vornamen? Anis. 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 A-N-I-S. Anis Ferracci. So, Anis. Anis. Mit A. A-N-I-S. Anis. Ist egal, ob wir das richtig schreiben. Ja, ja, einfach aussprechen, ja. 10 Sekunden. Korrekt, ne? Normal weiß ich, Dicker. Ich hab auch Schutz. Zeit so um. Anis Ferschisch. Ja. Anis. Der heißt Anis Ferschisch. Anis, ja. Anis Ferschisch, ja. Richtig?
Okay. Okay, Punkt an beide. Punkt an beide. Von Eldos. Wie nennt man im Songwriting dieses Reimschema? A, B, A, B. Double Time. 10 Kreuzreim. Aber woher wisst ihr das? Das fuckt mich krank ab. Macht jeder von euch hier ein paar... Woher wisst ihr, was A, A, B, B ist und so? Musikunterricht. Okay, ja, okay, meiner, passt. Chill, Digga. Viele sind gerade sicher zu Hause aufgestanden. Gedichtanalyse, dann habe ich heute ein Gedicht für ihn. O Sonne, wo bleibt der Schein? Denn mein Rücken ist breiter als... Scheiß drauf. Vorbei. Als dein Bein, fick dich, du Bastard. Okay, Analyse. Yes. Nein, falsch. Kreuzreim. Kettenreim haben sie. Ein Punkt. Es ist kein Ketten, es ist ein Kreuzreim. A, B, A, B. Ich weiß noch nicht, was es ist, Bruder. So. Wer war der erste deutsche Künstler, der jemals die Diamantenauszeichnung erhalten hat? Azad oder Echo Fresh oder Bushido? Die drei, die werden es niemals haben. Bowser mit, was du Liebe nennst? Krank. Jemals oder letztes Jahr? Der erste. Der erste jemals. Deutsch, ja. Ist ein ganz bekannter Song, den kennt ihr alle. 5 Sekunden. Stopp. Chat, ich schwöre, ihr habt Videos schon gesehen. Dieter Bohlen. Bowser, was du Liebe nennst. Aber ganz kurz. Ja? Stopp! Was habt ihr für eine Antwort gehabt? Wir haben Apache. Apache ist falsch. Also kein Punkt für beide Teams. Jungs, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Jungs, Ruhe, Ruhe. Kein Punkt an kein Team. Beide falsch. Nächste Frage. Oder aber wie kommen die auf Dieter Bohlen? Wer war 2023 der meistgestreamteste Rapper Deutschlands? Apache. Ohne viel reden, Apache. Digga, das muss man noch dreh wissen. Dreh dich nicht um, Haaland. Ohne viel reden. Zeit vorbei. Ergebnisse. Apache. Apache. Punkt Bayern beide. Ja. War aber ein 2 gegen 2, hattest du auch nicht gewusst. Jetzt weiß ich's, was willst du machen? Weißt du, wie man sowas nennt? Eine große Lernkurve, mein Bruderherz. 5-2. Okay, jetzt kommt eine Schätzfrage, Leute. Der näher dran ist, kriegt den Punkt, okay? Geben wir den 30 Sekunden oder 20? Wir geben euch 30 Sekunden diesmal. Ich will nichts von hinten hören. Auch ihr dürft nicht untereinander reden. Euer Team verliert den Punkt direkt, okay? Es geht los. Also, wie viele Songs kommen jeden Tag auf Spotify neu dazu? Chat, ihr macht jetzt alle auf clever. Jeden Tag auf Spotify. Chalas. 100.000? Nee, Spaß. Ich habe im Chat schon gelesen. Also ich habe 100.000. Zeit läuft. Würde ich sagen. Haaland, letzte Verwarnung. Aber warum sagt er immer zu ihm Zeit Haaland? Zeit ist vorbei. Warum sagt er immer zu ihm Haaland? Ich habe gesagt, das ist eure Captain. Okay. Okay, was hast du? 150.000. Ich hab 3.000. Walla, 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 walla. Der heißt so? Ach, Künstlername ist Haaland? Walla, 3.000 ist zu viel. Okay, also Punkt die geht ganz klar an Abayas Team. Weil 120.000 am Tag. 3.000 ist echt hart, Typ. Oder 3.000 übertrieben. Ich hab das Gefühl, ich kenn 3.000 Keks, die jeden Tag da einen hochladen. Also 3.000 macht man nicht. Ist vorbei, gell? Ich glaube, es ist vorbei, gell? Weil die können den Punktstand nicht mehr einholen. Okay, kurz Ruhe, zuhören! Hey! Jungs, zuhören! Da Team Sammy den Punktestand nicht mehr einholen kann, hat Team Abaya gewonnen. Ihr seid sicher und ihr dürft in die Villa eintreten. Guck mal. Sagt ihr, die gönnen sich untereinander? Ehrlich sein? Ehrlich sein, Chat? Sagt, die gönnen sich nicht. Nein, mies nicht, ne? Fressen oder gefressen werden? Schön gesagt, mein Bruder. Jeder muss auf seinen Arsch gucken. Ich würde das auch klar sagen, ne? Jeder ist krass, bei Gott. Würde ich niemals sagen. Ich würde niemals sagen. Ich würde sagen, Jungs, wir sehen uns. Das größte Zimmer. Wir kommen wieder, Wallah. Jeder von euch, ich schwöre. Yeah! Und? Schweine sind
Ich sag euch ehrlich, bevor ich anfange, irgendwas zu erzählen, wer hat mit mir gerechnet, Allah? Berke Nordi is here. 3-0 to the motherfucking one, baby. Guck mal, soll ich euch was sagen, Chat? Vor den Jungs habe ich keine Angst, ne? Aber ich hätte Angst vor denen, ihren Freunden. Weil die Freunde sind immer die, die mit Knack, die im Hintergrund in diesem Rap-Video stehen und so und sagen, hey, wie, du hast das und das gesagt, Bruder? Nein, war doch gar nicht so gemeint. Schadi! Aber ich sehe diesen Pool, ich denke, komm, 5 Jahre keinen Urlaub gehabt, einfach reinspringen, war auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall sehe ich die Shorty mit ihrer Ledertarnungsweste und diese Leibchen in diese Wasser, ich dachte mir, was geht ab? Nein! Boah, Alter, mein Sohn! Wenn du ihn abziehst! Wenn du ihn abziehst, komm! Du bist in deinem Auge. Walla auf Leibchenweste! Die auf Leibchenweste! So, ihr habt es leider noch nicht in die Villa geschafft. Wir haben jetzt die Option, 2 von euch opfern sich und nehmen jetzt das Ticket nach Hause. Oder wir überlassen es den Zug. Wer sich opfert, richtiger Schwanz. Richtiger Schwanz in meinen Augen. Wenn du dich jetzt opferst, warst du nie selber von dir überzeugt. Fall, packen eure Namen in einen Topf und ziehen 4 Leute, die gegeneinander antreten, in einem ganz normalen Songbattle. Ihr dürft entscheiden. Oder eine Frage mit dem Songbattle. Sind das 2er-Songs oder alles 4 einzelne Songs? 4 einzelne Songs. Solo. Solo-Songs. Oder ich glaube, jeder von uns. Weiterkommen. Mach mal diese Opfer weg. Oder? Jungs, das ist oder die erste Opfer. Fliegt zwei nach Hause ohne eine Chance. Wir haben zwar schon durchgemacht. Das macht es, ihr entscheidet das. Lass Zufall. Zufall. Wir machen das mit Zufall, ja. Bruder. Zufall? Auf jeden Fall Zufall. Zufall. Dann machen wir es, wie der Zufall es will. Hätten die sich geopfert, wären das Opfer. Guten Morgen, Herr Zufall. Dankeschön. Hier sind eure Namen drin. Ich muss noch mal sagen, weil wir stehen jetzt gerade vor einer Entscheidung oder beziehungsweise vor einem Battle. Ich bin wirklich stolz auf euch, was ihr bis hier gemacht habt, und ich sehe sehr große Namen. Ja? Das ist aber das Turnier. Ich kenne einfach und keinen, jeden Tag, ja, werden uns mehrere Leute verlassen. Heute ins Battle geht Haaland. 11. Erstes Battle. Der ist gut, Haaland, ne? Mufasa. Mann! Du bist allein, Nina. Pada. Leo, Bruder. Boah, was für 4 Bretter, sagen die jetzt. Also wie folgt. Gibt es jetzt ein Songbattle zwischen Pada und Leo und ein Songbattle zwischen Haaland und Mufasa. Ihr tretet beide mit einem Einzelsong gegeneinander an. Der Verlierer der Battles, 2 Stück, fliegen heute leider nach Hause. Ich weiß, es ist hart, es ist die Show. Ich wünsche euch viel Glück, ich drücke euch die Daumen. Gibt Gas, wir sehen uns. Hör dir Malemba an, von wem Malemba? Also ich kenne auch nur Hamid, seinen Bruder. Ey, wir sind Verlierer. Wallah, wir sind Verlierer. Verlierer sind wir erst, wenn wir wirklich ausgeschieden sind heute. Der Kapitän geht, aber mit Ehre. Ja, richtig. Ich höre jetzt Malemba, Chat. Ihr schreibt Malemba, okay, Malemba. Wir gehen in Malemba rein. Aber ihr wisst, ich bin kein großer Deutsch-Rap-Fanatiker. Malemba. Baby, where you come from? Damn. Du bist safe nicht von diesem Planeten, mein Kopf 1000 Fotos. Yes! Ich mag meinen Bruder. Genauso wie alle heutzutage. Benny, mein Bruder, dann geh auf Spotify, hör dir Usher nochmal an und schweb in Nostalgie. Sag doch keiner, dass du das Alte nicht hören kannst, mein Bruder. Digga, ich feier den Schwarzen sehr. Nein, jetzt gehe ich weiter in dieser Show. Ich will uneingenommen reingehen. Aber Willi, Real Talk, das ist alles nichts gegen die guten alten 90er, 2005. Bruder Tenyo, ich sage, das kannst du dich miteinander vergleichen. Bruder, die Zeit hat sich einfach verändert. Und entweder, du musst nicht alles feiern, du musst nicht zu einem Amen und sagen, geil, geil, geil. Aber der Unterschied ist, Bruder,
Wir entwickeln uns, die Musik entwickelt sich. Musik ist Kunst. Wenn du auf alte Sachen stehst oder auf die anderen Sachen, mein Bruder, du hast heutzutage die Möglichkeit, das Alte immer noch zu hören. Aber du kannst nicht sagen oder bis heute alles auf dieses Nostalgie ziehen, Bruder. Früher war ein Sisu ein Ausnahmespieler. Heute ist Jamal Musiala die Zukunft, mein Bruder. Und mit beiden musst du dich irgendwo beschäftigen. Aber im Vergleich liegt die Abwertung. Deswegen probier nicht immer, alte Sachen mit neuen Sachen zu vergleichen. Ich finde das so krass. Wer macht uns jetzt die Tür auf? So werden Texte geschrieben, auf diese Handy, mit marokkanischer SIM-Karte. Tranquil, wir sind hier für heute eure Produzenten. Die Villa ist auf jeden Fall mehr als tranquil, die ist sehr soft. Hoffentlich gefällt die euch auf jeden Fall. Wir werden heute auf jeden Fall die Session mit euch machen und ja. Let's go. Wir haben 2 Stunden Zeit, Leute. Ich hab gehört, ihr seid die Verlierergruppe. Pass auf, was du sagst da! Bruder, ich küsse da jetzt am besten jetzt mal die Leute, die heute antreten, mal bitte vorkommen. Ah ja. Dass wir mal wissen, was ist. Oh. Bruder, ist er Rapper oder Türsteher? Geil. Ich will auf jeden Fall mit ihm auch arbeiten. Der sieht so aus wie ein geisteskranker Produzent. Ich schwör's dir, Bruder. Oder ich bin psychisch gestört. Dann haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Okay, das ist gut. Bipolar. Boah, hat gut. Leider nicht, aber irgendwann, inshallah. Okay, Jungs. Irgendwann. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, wir müssen 4 komplette Songs aufnehmen. Ich würde sagen, let's go, kommt rein. Was ich mich immer frage, bei 4 Stunden muss auch die Erwartungshaltung nicht so hoch sein, Digga. Also ich glaube, du kannst nicht in 2 Stunden einen unglaublichen Hit schreiben, ne? 2 Stunden, 4 Songs, ist echt tough, ja, Bruder, also... Hälfte von unseren Leuten hat jetzt Depression. Ich schwöre es dir, ich gucke nach rechts. Ich sehe einfach Fahrrad schon am Schreiben. Guck mal bitte. Guck mal, check das mal ab, Mann. Bruder, voilà. Arbeit, der Check. Arbeit, Bruder. Oder das ist ein Macher, ja? Ich schau mich zeigen nach. Auf den Hit. Voilà, aber wäre krass. Der vorhin hätte gesagt, weißt du was? Ich gehe nach Hause. Alles gut. Alles gut, ich gehe nach Hause. Aber ich sag dir ehrlich, der wäre auch nicht mit dir gekommen. Der kommt doch nicht damit her, Bruder. Dankeschön. Jemand, der nicht weiterkommen will, Bruder, komm nicht her. Ich küsse dir her. So. Jeder von uns will weiterkommen, aber es ist Competition. Es ist Competition am Ende des Tages. Ich dachte, wo die mich genommen haben, Kapitän mit Haaland, ich dachte, die sagen, okay, ihr beiden ruiniert euch jetzt. Boah. Bruder, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich nehme vor euch. Jungs, das ist auch gar kein Schießen, aber Bruder, diese 3000 Spotify, Bruder, ich küsse dein Herz. Bruder, Haaland und Eamon, so, ich liebe euch, aber eins habe ich nicht verstanden, Bruder. Es gibt mehr Rapper als Menschen. Wie kommt ihr auf 3000? 3000 Release, wie geht das? Als normale Schule, da war ich 14, Digga, die machen wieder irgendwas. Villa, Bruder, ich kann Nomenreime, ich liebe Nomenreime über alles, Bruder. Ich hab das auch. Aber du hast 38 silbigen Nomenreime. Ja, Bruder, aber warum weiß ich die Regel davon? Ich kann's einfach, Bruder, das ist wie angeboren. Wenn wir anfangen. Warum redest du rein, mein Bruder? Bruder, ich küsse dein Herz. Ich hab geflüstert mit Ammo. Ey, ich hab sogar Bruder, Ammo. Ich hab Ammo sogar. Bruder, aber was ist das? Stopp. Guck mal, ich war so ein... Stopp. Der Punkt ist schon weg. Ja, also, ungelogen, so war mein Ethikunterricht, ne? Stopp, warte doch mal, Bruder. Ich hab geflüstert. So, aber der Punkt, dieser Minuspunkt ging nicht wegen mir, Bruder. Nach diesem Flüstern... Stopp. Nach diesem Flüstern. Wurden wir abgefuckt nach diesem Flüstern? Nein. Ja, aber er hat gewartet. Nein, danach. Halt, stopp! Danach haben sich die Jungs, als diese Frage kam. Jetzt halt! Danach kam eine Frage und dann hat sich irgendjemand jetzt abgefuckt und meint, ey, Junge und so. Ey, guck mal, ich hab Streitschlichterausbildung gemacht in 5. Klasse. Und wallah, das reicht jetzt. Ich deck mich zu mit Scheiße, ich ess Scheiße, was andere nicht essen wollen. Ich war schon immer Loser-Team.
Aber irgendwie spielt jetzt in der Villa nicht. Ich bin im Modus der Tag, du kurz auf Set, ich mein Fokus ab in den Autos, fahre ich. Abwechsel für die Lokus und Bugs im Sinn, ist egal wo ich bin. Es warten die Sokos, wir hängen im Laden. Sie laden die kennen, Papa, Papa, was ist denn noch Fokus? Ich hoffe, meine Mutter, dieser Mann hat so einen Hunger, ich feier den so hart. Bruder, Bruder, du denkst, der kommt aus dem Krieg, Bruder, ich schaff meine Mutter, der er kommt aus Krieg, er war Bundeswehr. Walla, er kommt aus Krieg. Ich steh früh auf, ich bin im Modus, der Tag ist zu kurz, also setz ich mein Fokus. Ab in den Lotus, fahr in Schirm, abwechsel die Lokus und Bugs im Sinn, ist egal wo ich bin. Wird mir jetzt zum Beispiel nicht empfallen. Dieser Beat, dieses und ich mag es nicht, wenn man da so drauf. Ich bin im Modus und baller im Modus. Ich mag das nicht. Ich mag, wenn man zu dem Beat und so was dazu rappt. So. Ja, Chat, ich mach weiter. Bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Oder der Beat steht schon, Alter. Muss nur kurz Text umändern. Leben schon seit Jahren in der Scheinwelt. Schufa auf Bank, nicht mal 1 Cent, wir haben kein Geld. FZN, No-Block, ich drück den Trigger bei Tageslicht. Rippt dich ab, weil nix im Magen ist. Du bist Bluff, lass deine Story. Hör dir mal den an, Bruder, weil ich glaub schon. Ja. Der heißt C, Bruder, für gleich, ja. So. Kick-Tack, Offensiv-Press, Kick wie Olympic-M. FIFA-Street, wir bin Rivalry, Tricks mit Deep-Spread-Jeans. Okay. Ist vorbereitet. Bruder, ich hab einen maximal geilen Song vorbereitet, sag ich dir ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, ob du dagegen ankommst. Ich sag dir ehrlich. Doch, wie sieht's bei dir aus? Bruder. Sei dir gegönnt, ich küsse dein Herz. Für Kapitän oder was? Kapitän für meine Mannschaft, Bruder. Vielleicht gibt's heute Kapitänswechsel, Bruder. Nein, glaub mir, Bruder. Da wäre ich mir nicht so sicher an deiner Stelle, Bruder. Glaub mir, mein Bruder, C bleibt. Bruder, wir schauen. Am Ende, Bruder, es ist eine Competition. Und möge der Bessere gewinnen. Klar, Bruder, ja. Und schauen wir mal, Bruder. Gutes Spiel, Bruder. Wünsche ich dir auch, Bruder. Gutes Spiel. Boah, ich glaube, der eine wird so auf die Schnauze fliegen, ne? Und ich sage, was auch sehr schön ist, ach, ich habe kein Fachabi. Vielen, vielen Dank für 21 Monate. Ich sage, was sehr schwer ist, die werden auch, glaube ich, selber nie selber eingestehen, dass sie schlechter waren. Bandit, was sagst du? Bist du ready? Bruder, ich bin da, Bruder. Bist bin du da? Immer da, ja. Bruder, jetzt wird's wild, da? Ja, jetzt wird's wild, mein Bruder. Nee, Bruder, bist du bereit? Bruder, du weißt, wir sind jetzt für zwei, drei Minuten sind ganz kurze Feinde, Bruder, im Cage, Bruder. Jetzt sind wir mal kurz Feinde. Ja, mein Bruder. Und danach können wir wieder Freunde sein. Ja, aber jetzt ist ernste Angelegenheit. Auf jeden Fall, Bruder. Und sind das leibliche Brüder? Bruder, ich hab da auch was Gutes für dich, Bruder. Okay, Digga, okay. Ich bin gespannt, Bruder. Okay. Mach geil. Let's go. Boah, Bruder, von dem Linken hätte ich so Angst. So, Challenge 1, Tag 1. Ich sag euch gleich, wo ich denke, wer weiterkommt. Ich sage, er kommt weiter. Und ich sage, er kommt weiter. Ich sehe, ihr seid aufgeregt, 4 Gesichter. Gleich sind nur noch 2 da, leider. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Bruder, eigentlich ist es unfair. Warum? Das ist so unfair, Bruder. Ist unfair, gell? Ja, weil wenn man sich diese 4 wunderschönen Männer anguckt, Bruder, man will nicht, dass 2 davon gleich weg sind. Versteht? Ja, Bruder. Ich feiere euch alle sehr krass, sehr unterschiedliche Stile. Aber es wird so wehtun. 2 gehen nach Hause auf jeden Fall. Ich hätte gar kein Mitleid, ne? Ich hätte gar kein Mitleid, ne? Bin bei sowas so richtig. Wenn's Wettbewerbsmodus ist, scheiß drauf. Bestes, ihr wisst, worum es geht, okay? Und auch wenn die Reise heute endet, ich hoffe, es hat euch was mitgegeben. Diese ganze Show hat euch was mitgegeben. Und ihr macht danach was da draus. Weil das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang eurer Karriere. Ja, okay? Gut. Jetzt, ich will 100% sehen. Let's go. Wer möchte anfangen?
Mufasa. Mufasa, aber geiler Name. King Mufasa. Okay, Mufasa. Lagos Bandit. 419. Wish, wish, wish. Zeig mal, mein Bruder. Leb schon seit Jahren in der Scheinwelt. Schufa auf Bank, nicht mal ein Cent. Wir haben kein Geld. Nimm den Bankier, so als Geisel. Es macht Sching, lass uns besser nicht ins Detail gehen. Der Bruder macht mich auch hier gerade im Hintergrund ein bisschen aggressiv. Soll ich euch sagen, was mir an ihm gefällt? Und ich bin jetzt nicht der drauf achtet, boah, Bruder, der hat gerade nicht den Beat getroffen oder der ist ein bisschen voraus. Sondern der hat Power in seiner Stimme. Seine Stimme hat eine Message. Und seine Stimme verkörpert was. Die ist kraftvoll. Kindheit bei uns gibt's kein Peter Pan. Einer Scammer, ein anderer Kriegsveteraner. Ab Frankfurt City bis nach Niger. Dreh ein GP und zieh dreimal. Boah, stark. Fand ich sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark, Mufasa. Ich habe aber jetzt schon einen verrückten Call, ohne dass ich Haaland gesehen habe, weil ich glaube, Haaland geht, also wenn er diesen Song macht, den er da kurz angezeigt hat, Haaland, es geht so in diese Französisch-Richtung, ne? Und soll ich euch was sagen, was auch sehr wichtig ist bei solchen Entscheidungen? Und jetzt will ich nur plus eins nun so sehen und daran merkt man, dass ich viel weiter bin. Wichtige Punkte, die man auch immer bedenken muss, die Atmosphäre, der Vibe und die Location. Der Bruder haut da ein Brett raus von weiß nicht was, bam, 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 gibbet hier, gibbet da und ich gebe ihm, bap, bap, bap. Die Jungs sind gerade in Marrakesch, Sonne scheint oder ihr wisst, der Vibe ist nicht der Vibe, was die Umgebung hergibt. Wenn er diesen Song beispielsweise irgendwo in Frankfurt in den Gossen performt mit seinen Jungs hinten dran, dann da noch irgendeine G-Klasse von irgendeinem Typ, dann kommt der Song nochmal krasser rüber. Viel krasser. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist so mein Call. Du hast auf jeden Fall hardcore vorgelegt, Cousin. Stolz auf dich? Bruder, ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht jetzt, ja? Haaland hat Druck. Ja, Bruder. Haaland hat ja, Druck. Haaland! Als nächstes bitte. Ja. La 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 la. Ja, Sippe. Ich kann mir schon so irgendwie vorstellen. Da 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 da. Na 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 na. Ewa, Bruder, wir sind am Kicken. Die Jungs sind draußen in meinem Anzug. Ewa, Ribery, Nase voll. Ich zieh die Line, wie ich wäre ich nicht neu. Din din da la da 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 da. La 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 la. Sippe, man. Französisch, die Richtung. Hey. Tic-Tac Offensivpress, Kick wie Olympic M, FIFA Street, 7 Ribery, Tricks mit D-Squad Jeans, auf Jeff. Kann man nicht vergleichen, ja? Ich finde, zwei Songs kann man nicht vergleichen. Ich würde jetzt aus dem Stegreif, würde den ersten weiterlassen. Hat mir mehr gegeben. Auch wenn es das mehr so eine Musikrichtung ist, wo du mitvibst. Ich hätte den ersten weitergelassen. Ich. Aber wer bin ich? Versteht ihr? Haaland, was soll ich dir sagen, Digga? Was ein Song. Wirklich, wirklich krass nachgelegt, auf jeden Fall. Damit haben wir das Battle zwischen Haaland und Mufasa auf jeden Fall fertig. Jetzt würden wir gerne die nächste Battle-Gruppe nach vorne bitten. Einmal Leo, bitte. Leo, Digga! Leo. Hey, Leo la Bandit, gib ihm. Rap la Rue, Beatsmacher. FC den Block, Leo, du weißt Bescheid. Hey. Er will Namen, doch ich sage nix. FC den Block, ich drück den Trigger bei Tageslicht und ich hab bei nix im Magen. Ich bin am Block, hier gibt's kein Louis und kein Prada. Ist cool. Leo, ordentlich vorgelegt, sag ich dir ehrlich, super Song, ich fühle den immer, ich liebe deine Flows. Und mal gucken, was die Konkurrenz macht. Pada! Auf geht's, Digga! Jetzt bin ich gespannt. Uff. Ich steh früh auf, ich bin im Modus, der Tag ist zu kurz, also setz ich meinen Fokus ab in den Lotus.
Fokus, wir hängen im Laden. Aus Starter-Mentalität sind gefangen, Käsig. Sanjama, Franz Paris, kein woanders täglich. Spiel Reiber und Steiner, auf Kawasaki sind Bullies. Aus Starter-Mentalität, gib mir den Beat und ich mach ihn zu Sladi. Leben ist krisisch. Boah, ich find den viel besser als den ersten. Alter! So. Wir können Bunker aufmachen. Wir können Bunker aufmachen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt könnt ihr mich spoilern. Ist egal. Haaland kommt weiter. Krass. Eins endet. Challenge 1 endet. Aber die Entscheidung steht fest. Ich muss euch schweren Herzens sagen, wir waren uns am Anfang etwas uneinig. Und wir haben eine hitzige Diskussion gehabt. Zu Recht, Bruder. Zu Recht, Digga. Ja. Weil man muss euch dickes Lob aussprechen. Wisst ihr, was hier das Problem ist? Hier wird auch nach Sympathie entschieden. Kann man mir erzählen, ob man will oder nicht? Wird nach Sympathie. Ihr alle habt gute Songs gemacht. Ihr habt euch von eurer besten Seite gezeigt. Ja, muss man ehrlich sagen. Leo. Nee, denke nicht. Doch, Bruder. Und soll ich dir sagen, warum? Weil du das nicht denkst oder weil dein Gehirn oder dein Kopf noch nicht weit genug ist. Der Mensch, und das ist das Normalste der Welt, das ist bei mir so, das ist bei jedem anderen auch so, selbst wenn du probierst, neutral zu urteilen, wirst du für einen Menschen immer in gewissen Punkten mehr Sympathiepunkte aufbringen. Und das nicht bewusst, sondern vielleicht im Unterbewusstsein. Durch sein Aussehen, durch, keine Ahnung, so viele Sachen. Das ist das Gleiche wie Messi Ronaldo bei mir. Ich kann bei Cristiano Ronaldo über einen Fehler oder eine Schwäche leichter hinwegsehen, als wie bei Messi. Weil ich einfach viel mehr Sympathie für Cristiano Ronaldo aufbringe, als für Messi. Und bei dem kleinen Fehler von Messi, der vielleicht nicht so groß ist wie Ronaldo seiner, werde ich aber mehr drauf rumhacken und mich mehr gestört fühlen als bei Ronaldo. Die sind Profis, ach Bruder. Jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, weiß, dass selbst wenn du es nicht bewusst machst, im Unterbewusstsein immer gewisse Sympathiepunkte für einen Menschen aufbringst und auch die dich irgendwo leiten. Das ist jeder, der irgendwo in solchen Sachen schon mal vor solchen Sachen stand. Ich liebe deinen Flow. Ich schwör. Du gehst immer nach vorne mit deinen Songs. Du bringst Power, du bist einzigartig. Und ich bin richtig glücklich, dich in der Top 15. Was ist das? Was ist das? Ein Bann, was hat er geschrieben? Ich sehe es nicht. Ghost, sag mal, was er geschrieben hat. Ich sehe es nicht. Oder Top 18 im Finale hier haben zu dürfen. Alan, Bruder, jedes Mal lieferst du ab. Jedes Mal beweist du auf jeden Fall, Edis, dass will du ich packen. Auf jeden Fall ein kleiner Star schon bist. Das Einzige, was Edis zwischen den Armen bekommt, sind meine Eier. Edis kommt, er soll kommen. Nein, soll nicht voll quatschen. Und deine Songs sind immer sehr, sehr frisch, gut verdaubar. Ja, scheiß auf den. Vorher vier Monate Sub. Ach, Staffler, ist das traurig. Sehr traurig, mein Bruder, 4 Monate. Aber zeitgemäß, das ist genau das, was die Leute heute haben wollen und hören wollen. So. Ja, Bruder, egal wie es heute ausgeht, mach auf jeden Fall weiter, Bro. Vater, du hast dich letzte Runde gefunden, auf einem neuen Style. Er kam sehr gut an. Ist der Hype aber nur von kurzer Dauer? Oder hast du dich auch heute durchgesetzt? Du fass mal, mein Bruder. Du weißt, ich feier dich hart. Ich habe gestern auch zu ihm gesagt, Bruder, wir müssen auf jeden Fall einen Song zusammen machen oder ich mach dir einen Beat oder was auch immer, weißt du? Weil ich mag deinen Style, ich mag deine Stimme, Bruder, deine Performance. Heute wieder sehr stark.
Auch in welcher, man muss sagen, in welcher Geschwindigkeit auch manche hier die Songs abgeliefert haben. Das ist wirklich krass. Sauber, ja. Ja, wirklich, wirklich. Mufasa, egal wie es heute ausgeht, du weißt, melde dich bei mir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr nehmt heute das Ende als euren Anfang und ihr gebt richtig Gas. Es sind sehr viele Augen gerade auf euch gerichtet. Haaland, Mufasa. Haaland, ich muss leider schweren Herzens sagen, dass du uns noch einige Zeit begleiten wirst und uns aushalten musst. Du hast es geschafft. Krass. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber, na egal. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte den anderen weitergelassen. Aber Sammy hat auch Haaland als erstes gewählt, wo es darum geht, wer welches Team ist, Bruder. Ich fand diesen Mufasa krass. Ja, Mufasa, Bruder, wie gerade schon gesagt, du weißt ganz genau, wie ich persönlich zu dir stehe und zu deiner Musik und zu deinem Style. Einzigartig, sauber, es war so lyrisch, sehr stark. Ja, es war so schwer. Meld dich mal bitte bei Mods sein. Wir mussten auch das ganze Team ranholen, so, ja, weil es gab halt Unstimmigkeiten, so, aber du bist Rap La Rue Finale, weißt du, ich meine? Wie weit davon, kannst du es noch schaffen? Ja, Bruder, davon kannst du dir auch nichts kaufen, Bruder. Wenn du im Champions League-Finale stehst und das Finale verlierst, kannst du dir davon auch nichts holen, weil es gibt am Ende immer nur einen Gewinner. Chalas. Davon kannst du nichts kaufen. Ja, toll, du warst im Finale. Ja, nee. Prinzipiell hast du das gleiche erreicht wie die anderen. Frage, verstehst du? Das musst du jetzt noch beweisen, mein Bruder, okay? Du bist ein kompletter Künstler. Du kannst singen, du kannst rappen, du kannst alles. Und wenn du nichts aus dir machst, dann weiß ich auch nicht. Danke, dass du dabei warst, Mufasa. Pada Leo. Am Anfang waren Abaya und ich getrennter Meinung. Abaya hat was gesagt, ich habe was gesagt und wir haben diskutiert. Doch eine Sache ist sicher. Einer muss. Du hast die Qual der Wahl. Ich hab die Qual der Wahl. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll, weil für mich ist es natürlich schwer, für uns ist es schwer, aber für euch muss es auch schwer sein, so, man tritt. Ihr seid ja keine Feinde oder sowas, weißt du, ich meine, man tritt gegen seinen Bruder an, man hat sich vielleicht lieb gewonnen in dieser Zeit, ich meine, man lebt jetzt auch auf engem Raum hier zusammen, so. Und es muss für euch bestimmt auch schwer sein, euren Bruder jetzt zu verabschieden, so. Aber wir sind nach langer Diskussion mit dem ganzen Team zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns heute von Leo verabschieden müssen. Hätte ich auch so gemacht. Ich küsse dein Herz, Bruder. Sehr stark. Allah. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ich dachte echt, ich steck das lockerer weg. So hätte ich es auch aber gemacht. Aber ich merke, mich belastet das auch. So, weil es ist das erste Mal Rap La Rue und ich bin irgendwo ein Fan von euch geworden. Ich höre eure Musik privat, so. Meine Tochter singt Mufasas Lied bis heute noch, so. Und ihr seid so in mein Leben reingekommen. Und es macht mich echt traurig. Und darum will ich mich nochmal persönlich von euch verabschieden, vielleicht mit einer kleinen Umarmung. Danke, dass ihr da wart, Renik. Ihr habt das richtig, richtig krass gemacht. Ich hätte Mufasa weitergelassen. Ich weiß nicht, wie dieser Haaland da vorperformt hat oder wie krass dieser Haaland allgemein ist, das kann ich nicht sagen. Aber so hätte ich jetzt Haaland weitergelassen. Tschüss, dein Herz, aber ist mein Freund. Danke, dass ihr da wart. Ja? Rap La Rue auf jeden Fall, es war mir eine Ehre. Walla Leona Bandit, GTD ist Hits geblieben von Rap La Rue 1, Oldschool OGs. Und ja,
meine Gs, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit. Nur Liebe für euch. Rap LaRue war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr geile Entwicklung für mich. Sehr abgefahren. Sehr viele Türen geöffnet. Ja, auf jeden Fall. Unfassbar pure, nein. Ihr werdet noch sehr, sehr viel von mir hören, wenn Gott will. Und Mensch, wer weiß, Walla, bei Rap LaRue 2 habe ich gehört, gibt's auch, gell? Ja, ja, Rap LaRue 2 kommt auch. Man weiß nie, wie man wieder trifft. Ach, weißt du, wie ich meine? Weil in Marrakesch habe noch keine gute. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Krass! Alle, jetzt fliegen alle. Verdient weiter Haaland und Pada, meine Brüder. Walla, viel Erfolg euch beiden. Und an alle anderen Kandidaten natürlich auch. Dankeschön nochmal an Rap LaRue. Ja, ihr werdet noch viel von mir hören. Lagos Bandit, macht den Pre-Save, lasst uns Gas geben. 419 Mufasa in the building, we're gonna make it big! Versteht ihr? Hoch, runter, wir machen hoch und. Ella! Mama! Alter, das ist egal, Mann! Was? Was ist das, Mann? Hier, wir sind da. Wie alt ist dieser Haaland? Wie alt ist dieser Haaland-Chat? 17? Okay, krass. Ice Guy is so high school musical American Pie.